Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zum Replay-Dienstag. Wir schauen Revilo in seiner SU-100Y über die Schulter das Haus. Ja, russischer Premium-Tank-Destroyer, der ja eigentlich nur durch seine Kanone besticht, denn die macht auf seinem Tier richtig böse Schaden. 440 Alpha mit AP und mit Premium AP sind es sogar 510, aber die Pennwerte von Premium AP sind etwas geringer. Mit normaler AP sind es 196, mit Premium AP 171. HE, muss ich jetzt gerade mal drauf gucken, sind es 65, da macht er sogar 580 Schaden. Und ja, also die Kanone ist richtig, richtig fies auf seinem Tier. Der Rest ist, naja, ihr seht es ja selber. Ich mache mal kurz die Kamera von außen. Riesig großer Panzer. Er ist sehr gemütlich unterwegs. Die Kanone hat eine Genauigkeit von 0,38, was jetzt auch nicht irgendwie mega geil ist. Und ja, eine Nachladezeit von 15 bis 16 Sekunden, je nachdem, was ihr für eine Mannschaft habt. Einzielzeit 2,9 Sekunden. Also, ja. Geiler Alpha, der Rest ist so, ja, ich weiß es nicht. Aber wir haben auch gesehen, er hat schon eine Gunmark auf dem Teil drauf. Er ist ja auf Himmelsdorf, ist Top-Tier und das ist ein Replay aus 9.13. Er geht an eine Position, an die ich auch sehr gerne gehe. Hier im Eisenbahnschuppen kann man sich gerade hinter diesen Schutthaufen ganz gut verstecken. Nein, er fährt weiter. Ich hätte jetzt gedacht, er versteckt sich hinter dem Schutthaufen, aber nein, er drückt jetzt hier mit seinem Team durch und versucht jetzt hier, gut, es ist keine Arti im Spiel, da kann man das natürlich mal versuchen. Ja, da, VK, oder was bist du denn? Ja, VK, VK, nein. Aber auf die Entfernung mit der ungenauen Kanone, jetzt bin ich gespannt. Keine Ahnung, ob der getroffen hat. Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal 15 Sekunden Nachladezeit. Da fährt es ein KV-1 und ein VK-36 noch weiter durch. Die wird er jetzt auch nicht mehr aufbekommen, denn auf dem Hügel ist schon niemand mehr. Es steht schon 1:5. Der Gegner ist da einfach mal über den Berg drüber. Er fährt jetzt hier mit seinem Team weiter, KV-1 und T-1 Heavy. Versucht die da ein bisschen zu unterstützen. Da ist ein M7, Rechtsklick des Todes. Nee, kann er nicht. Jetzt vielleicht... mit der Nachladezeit muss man sich halt echt gut überlegen, ob man die Schüsse nimmt oder ob man nicht doch lieber wartet. Denn 15 Sekunden, das ist halt schon eine Menge. Und mit der nicht vorhandenen mit der nicht vorhandenen Beweglichkeit ist es schon sehr gefährlich, wenn dann einer, ein Gegner im Hintern oder in der Seite ist, dann hat man eigentlich mit dem Panzer verloren. So, es ist ein Begegnungsgefecht. Sein Team cappt. Er hat jetzt da vor sich den G1. Nee, also mit Rechtsklick hast du da keine Chance. Da musst du auf jeden Fall sauber zielen und hoffen, dass deine Kanone... dass deine Kanone dich nicht rollt. Ja, und hier sehen wir den VK-01D. Hat halt hat keinerlei Probleme, bei ihm durchzukommen. Sein Team hat jetzt schon auf bis zu 73% gecappt. Jetzt ist einer rausgefahren. Jetzt sind es nur noch 63. Sie sind sich wohl ihrer Sache ziemlich sicher. Und er versucht jetzt hier durch die Häuserlücke den VK zu holen. Und tschüss. Damit hat er nicht gerechnet. 3 Kills. Und ich weiß jetzt nicht, warum einer seiner Teammates aus dem Cap rausgefahren ist. Und ob der VK eventuell auf den KV-1 die Capped hatte. Oh, 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 oh. Cromwell, nee. Aber den VK... das war etwas voreilig. Da hätte ich mal noch ein bisschen mit dem Einziehen gewartet. Da prallt was ab. Er stellt sich jetzt hier hinter den KV-1, um ihn ein bisschen als Deckung zu benutzen. Er hat jetzt gleich wieder nachgeladen. Wenn der VK-36 vorkommt, kann er ihm eine geben. Weil der KV-1 ist jetzt wieder in den Cap reingefahren, aber irgendwie fährt immer wieder jemand raus oder wird die capped. STVZ-930. Du... der kommt nicht einmal. Also wenn er kommt, ist er blöd. Okay, es sind nur noch seine 3 Teammates da. Der Gegner hat noch
Oh je, der hat noch sechs, nee, sieben. Sieben Leute fahren da noch rum. Also Captain ist jetzt eigentlich, ich weiß nicht, nee, das wird nichts. Er muss jetzt den STVZ 39 rausnehmen hier. Rechts liegt, bam. Er ist abgeprallt, das ist gut. Jetzt muss er hier sich hinter dem Haus ein bisschen verstecken. Ah, ich hätte mich halt in der Ecke versteckt. Die Gegner kommen halt im Moment auch nur von einer Seite. Das spielt ihm in die Karten. Jetzt ist auch der T1 die Cap poppen. So viel zur Genauigkeit von 0,38. Russische Kanone, Rechtsklick, abgedrückt und weg. Er benutzt jetzt hier den T1 als Panzerung. Das ist nämlich ziemlich schlau, denn der T1 hat auf jeden Fall die bessere Panzerung als er. Komm schon. Und tschüss. Er hat nämlich nur, ich glaube, 60 mm sind das. Und das ist wirklich nicht viel. Zumal auch, wie ihr seht, das Ding halt einfach nur, ja, keine Schrägen oder sowas hat. Na gut, an der Seite vom Turm vielleicht, aber ansonsten, ne. Da prallt halt auch nichts ab, es sei denn, irgendein Lottier schießt auf ihn. So, ELC und KV-1. Ja, er hat Top Gun, 6 Kills, sehr schön. Ich bin gespannt, wo die beiden jetzt auftauchen. War der KV-1 auch dort oder war der woanders? Ich weiß es nicht. Wir spielen hier ohne Mods, komplett Vanilla. Er macht jetzt auch das Richtige, er dreht sich, sodass er die eine Seite deckt und der T1 die andere Seite. Absolut richtige Entscheidung. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, bis der Gegner hier ankommt. Ich vermute mal, der ELC wird als erster auftauchen, denn er ist am schnellsten. Es sei denn, er war gerade am anderen Ende der Karte, aber selbst dann, der KV1 ist im Vergleich zum ELC halt wirklich sehr, sehr langsam. Ah, da ist der KV1. Er dreht sich jetzt. Oh, 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 er hängt am Haus. Oh, hat er ein Glück. So. Er versucht jetzt wieder genau den T1 irgendwie so als... Oh, er stellt sich wirklich perfekt hin, dass der KV1 da nicht auf ihn schießen kann. Jetzt zieht er ein und bam! 420 Schaden. Hat er sogar ein bisschen tief gewürfelt. Leider geht der T1 da jetzt raus und jetzt steht er alleine gegen den KV1. Er ist im Reload. Das ist jetzt das Problem. Und der KV1 versucht natürlich... Na, jetzt bin ich gespannt. Ja, what the hell? Er macht den Snapshot. Und mit 196 Pen hat man halt auch gegen einen KV1 kein Problem, der normalerweise schon auf seiner Tierstufe eine ziemlich gute Panzerung hat. Und jetzt ist aber das Problem der ELC. Der ELC muss eigentlich nur seine Tarnung hier ausspielen und kann dann in aller Ruhe ihn rausnehmen, denn ja, also der ELC hat eine gute Kanone. Das Einzige, was bei der Kanone beim ELC schlecht ist, ist im Prinzip die Genauigkeit. Aber die Su-100Y ist so groß, da trifft halt auch ein ELC. Er hat sich jetzt so nach links orientiert. Okay, der Gegner schreibt jetzt, er steht auf dem Hügel. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ich muss zugeben, dass ich ihm hier keine großen Chancen einräume, die Redley Walters noch zu holen. Der ELC, wenn er einigermaßen schlau ist, ja, nimmt ihn halt raus, ne? Es ist halt auch mit 0,38 Genauigkeit echt schwer, wenn da so ein ELC angefahren kommt, ihn überhaupt aus der Fahrt zu treffen. Und ich würde dem gegnerischen T40, auch der Matilda, nicht unbedingt glauben, was sie schreiben. Das kann auch nur ein Ablenkungsmanöver sein, dass er hier nicht zu Ende cappt. Und ja, Begegnungsgefecht hatte ich ja schon gesagt. Den Modus habe ich schon sehr lange nicht mehr, da ich ihn irgendwann mal deaktiviert habe. Deswegen, ja, sieht man den bei mir auf dem Kanal auch nicht. Ich könnte es eigentlich mal wieder aktivieren. Aber was man auf jeden Fall hier sieht, ist, dass bei diesen Modi die Cap-Zeit doch sehr, sehr lange ist. Also, wenn man hier alleine im Cap steht, dann bringt das eigentlich nichts. Denn der Gegner hat wirklich genügend Zeit, irgendwie Richtung Cap zu kommen. Gerade weil auch Himmelsdorf jetzt nicht unbedingt die größte Map ist. Auf anderen Maps könnte es etwas schwieriger sein, aber meistens sind die Cap-Punkte ja auch so angelegt, dass sie irgendwo im Zentrum der Karte sind. Und dementsprechend sind die Wege dann also auch kurz. Ja, ich würde eher dahin zielen, genau. Denn wenn der ELC aufgeht, dann geht er nicht direkt auf, sondern das dauert eine halbe Sekunde. Dann ist er auf jeden Fall dort, wo du hinziehst, schon durchgefahren. Beziehungsweise, ja, fliegt deine Kugel ja auch noch irgendwie eine gewisse Zeit und dann triffst du ihn eh nicht.
Jetzt bin ich echt gespannt, was passiert. Er hat jetzt 70% gleich. Zum Cappen hat er auf jeden Fall genügend Zeit. Die Frage ist halt, ist der ELC wirklich AFK? Er hat sogar einen Teamkill gemacht, der ELC. Oder kommt er nochmal? Oder halt nicht, ne? Das werden wir gleich sehen. Wäre natürlich schön, wenn er die Redley Walters noch kriegt. Aber wie gesagt, ich denke halt, wenn der ELC auftaucht, dann geht die Runde verloren. Dafür ist er in der Su-100Y einfach, ja, ein zu großes und leicht zu treffendes Ziel. Und der ELC ist halt schnell. Ja. 85%, das wird spannend. Und ihr seht echt, das dauert ewig, bis der Cap da durchgelaufen ist. Also wenn ihr euch nicht ziemlich sicher seid, dass euer Team es nicht schafft, den Gegner aufzuhalten, dann cappt nicht alleine bei einem Begegnungsgefecht. Sucht euch mindestens noch einen dazu. Sonst macht es eigentlich wirklich keinen Sinn. So, 95%, 96, 97, oh, 98. Oh, das dauert so lange. Und da hat er durchgecappt und der ELC ist nicht aufgetaucht. Schade. Damit ist die Runde durch. Ich hätte ihm die Redley Walters gegönnt. Aber war der ELC dann doch irgendwo AFK? Wir wissen es nicht und schauen uns mal die Auswertung an. Und da sind wir in der Auswertung. Es war ein Panzerass. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie viel Schaden er gemacht hat. Kam mir jetzt gar nicht so viel vor. Allerdings, wir dürfen halt nicht vergessen, das Ding hat ein Alpha von 440. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zum Panzerass natürlich. Es gab noch den Duellanten, Wirkungsfeuer, den Invader fürs Durchcappen am Ende. Großkaliber und natürlich die Top Gun. Er hat 7 Kills gemacht. Sehr nice. Wir sehen, er hat 2142 Schadenspunkte gemacht, 7 Kills und 1153 Erfahrungspunkte Basis bekommen. Das, okay, also es scheint bei der Su auf jeden Fall zu reichen. Es gibt durchaus Panzer, da ist das Panzerass bei den Erfahrungspunkten deutlich höher angelegt. Es kann halt auch einfach sein, dass die Su-100Y von relativ wenigen Leuten gefahren wird und dementsprechend auch ja, die Grenze für das Panzerass auch niedriger liegt, weil einfach dann, wenn weniger Leute fahren, auch weniger gute Leute fahren und dementsprechend dann ja, die Grenze nach etwas nach unten sich verschiebt. Trotzdem, ein Panzerass kommt nicht von ungefähr, also von daher war das schon eine gute Runde. Gerade war er auch relativ mobil, aber er ist halt dafür, dass die Su eigentlich ein relativ gemütlicher Panzer ist, war er doch sehr viel unterwegs. Er ist vom Cap da zum Bahn, zu dem Bahnhäuschen gefahren und dann bis zum Cap halt, da hat er ein bisschen rumgemacht. Also war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde, wie ich finde. Er hat 10 Schuss abgegeben, 9 hat er getroffen und es haben auch alle 9 penetriert. Also ich finde, also mit der Penetration, das ist bei 196 mm als Top-Tier natürlich zu erwarten. Allerdings mit der Genauigkeit, alle Schuss zu treffen, das, glaube ich, hat man nicht aller Tage. Er hat den Cap komplett alleine gemacht. Allerdings, wenn wir jetzt mal rechnen, dass er einen Durchschnittsalpha von 440 hat, das wären also mit 10 Schuss, wenn wir jetzt mal von 10 Treffern und 10 mal Schaden ausgehen, 4400 Schaden, hat er also im Endeffekt nur knapp über die Hälfte an Schaden rausgeholt, wenn wir wieder einen Schuss wegnehmen. Dementsprechend, ja, glaube ich, kommt der Panzerass eher durch die Kills als durch den Schaden, den er gerade gemacht hat. Aber mir hat auch Scheiß Cyborg vor ein paar Tagen gesagt, dass bei den XP die Kills deutlich mehr einfließen als der gemachte Schaden. Wie auch immer, es hat auf jeden Fall für das Panzerass gereicht. Er hat selber noch 220 Schaden abgewehrt und 18 Schaden ermöglicht. Wir sehen, er spielt ohne Premium-Account, hat trotzdem, dadurch, dass es ein Premium-Panzer war, 29.500 Credits mit nach Hause genommen. Und es war der Tagessieg plus das, den Bonus, den man für dieses Premium-Fahrzeug bekommt. Dementsprechend waren das 2.652 Erfahrungspunkte, die natürlich, ja, in die Mannschaft fließen, denn bei einem Premium-Panzer braucht man ja keine Module mehr frei zu forschen. Vielen Dank
Revilo für dieses schöne Replay von einem Panzer, der zugegebenermaßen von mir eher so belächelt wird, denn das Haus, die Su-100Y, ich weiß immer nicht, das Einzige, wovor man halt Angst haben muss, ist wirklich der Alpha-Schaden. Wenn man einmal an ihrer Seite oder in ihrem Rücken ist, hat sie halt eigentlich keine Chance mehr, aber das muss man halt erstmal schaffen. Ich würde sagen, wir schauen mal in die zweite Runde, mal sehen, was uns da erwartet. Bis gleich. Cromwell in der zweiten Runde. Wir schauen New Njolstar über die Schulter vom Clan RGT. Wir sehen erstmal, er hat zwei Gunmarks auf dem Teil. Ist Top-Tier auf der Karte Moor. Auch dieses Replay aus 9.13. Ich bin sehr gespannt, was er uns hier zeigt. Ja, Cromwell, braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ein mittlerer Panzer der britischen Reihe auf Tier 6, der Tendenzen zum Light Tank hat. Gerade was seine Mobilität angeht, ist der Cromwell wirklich sehr, sehr gut. Seine Kanone besticht jetzt nicht unbedingt durch seine Genauigkeit, obwohl die mit 0,36 eigentlich gar nicht so schlecht ist. Pen-Werte von 145 mm ist auf jeden Fall ziemlich gut auf Tier 6, aber wir sehen schon hier, Critical Hit nur auf den Cromwell. Was man auch sehr gut sieht, die Kugeln des Cromwells fliegen relativ langsam. Er hat einen Alpha von 135, hat hier eine wunderbare Position. Also entweder hat er keinen sechsten Sinn oder er geht hier wirklich nicht auf. Er kann auf jeden Fall dem gegnerischen VK-3001P, dem kleinen Tiger oder dem Mini-Tiger Peter... Ach, schade, den Kill kriegt er nicht. Wunderbar, die Seite schießen und die anderen, die fahren da alle. Ach, ist das herrlich. Das ist Schadenfarmen for the win. Ah, er will ja natürlich erstmal den T-34-85 weghaben, weil der kann mehr Schaden machen als der 5er T-34. Die 85mm Kanone ist schon böse, der geht auch raus. Sehr nice. Er hat kein Scherenfernrohr hier. Und tschüss. Ein Kill. Ordentlich Schaden gemacht. Und ja, hat dem Gegner da auf jeden Fall schon einiges zugesetzt. Nochmal zur Kanone. Nachladezeit von ungefähr 3,9 Sekunden. Vermutlich ein bisschen weniger mit einer guten Crew. Die er... Ich gehe mal davon aus, dass er die hat. Ich bin mir nicht sicher, ob er offen war. Also, oh, was ist denn das hier? Das geht ja ab. Er kann dann aller Seelenruhe stehen bleiben. Es ist keine Arti im Spiel. Selbst wenn er aufgeht, muss er nur ein Stück in Deckung fahren. Und VK3001D. Kein Problem mit 145 mm Pennleistung. Mit APCR sind sogar 202. Da ist er auf Niveau des Tiger 1 von Tier 7. Da hat er auf jeden Fall kein Problem. Jetzt sind natürlich die Gegner da wieder zu. Jetzt muss er hier oben ein bisschen helfen. Aber das kann er auch, glaube ich, ganz gut. Den T25, den kriegt er da sehr gut in die Seite, ohne dass da rechts die zwei ihm noch ärgern können. Er macht auch genau das. Er guckt, dass er... Ah, er entscheidet sich doch um. Er will da auf den T34... Kriegt er den Kill? Ja! Manchmal geht dann doch der Schuss dorthin, wo er soll, auch wenn er nicht eingezielt ist. Und da jetzt ein T25. Da muss er aufpassen, das ist ein Autoloader. Der kann ihm auf jeden Fall 300 Schaden machen, aber... Was sage ich denn? Tot ist er. Tot. Und ich weiß genau, dass es einige Zuschauer bei mir gibt, die auch dem Cromwell den Tod wünschen. Aber guck mal hier, da hat er ja ein paar Cromwells, die er töten kann. Ach, ist so ein toller Panzer. Man sieht aber auch genau das, wofür der Cromwell nicht gemacht ist. Denn solche Shootouts, die gehen immer ganz schlecht aus. Also entweder spielt man den Cromwell so wie am Anfang über größere Distanz, ohne dass er aufgeht, oder... Man wartet ein bisschen ab, wie sich die Runde entwickelt und sticht dann einfach durch die Ecke oder durch die Stelle, wo der Gegner nicht steht und, ja, umrundet die Gegner, umkreist die Gegner. Was ist jetzt hier los? Die beiden haben sich lieb. Der gegnerische Cromwell kommt dann nochmal drauf. Ah, dann nimmt er den. VK3-1D, genau. 0,36 Genauigkeit und trotzdem gehen die Schüsse dorthin, wo er sie braucht. Ah, der hat, glaube ich, nicht getroffen. Ah, dann Jagdpanzer 4. Das gibt's nicht. Das ist ja wie Tontauben schießen. Er kann sich nicht so richtig entscheiden, auf wen er schießen will. Ja, er will ja den VK nehmen. Da macht er sicheren Schaden als auf den Jagdpanzer. Er nimmt ihn raus. Sehr nice. Und jetzt muss der Jagdpanzer 4 dran glauben. Oh, den trifft er nicht. Der hat aber auch eine relativ kleine Silhouette. Da fällt der Schuss runter. Kriegt er den Kill?
Jawohl, da ist der Krieger. Wunderbar. Und jetzt heißt es eigentlich relativ schnell zur Heavy Lane zu kommen, denn dort sind die restlichen Gegner. Ah, hier muss er aufpassen, dass er nicht Schaden zieht. Und es steht 9 zu 9. Die Runde ist noch nicht entschieden. Ein Teammate, was blau geworden ist, von ihm steht auf A0. Und die restlichen Gegner sind halt alle irgendwo bei J2, G2 und scheinen jetzt Richtung des Caps zu fahren. Ein Teammate von seinem Team steht jetzt im gegnerischen Cap und versucht da ein bisschen Druck auszuüben. Finde ich gut. Jetzt ist die Frage, wie der Gegner sich entscheidet. Ob er den Fehler macht? Nee, es fährt jemand zurück. Okay. Der Chito versucht zurückzukommen, wird dort aber von den zwei Mediums, das ist ein Rudi und was ist da noch? Ein anderer Cromwell aufgehalten und er wählt es einfach den direkten Weg. Wir haben noch einen Churchill und einen ELC da irgendwo rumfahren. Da und noch einen Cromwell sogar. Da ist der Churchill. Den würde ich jetzt auch als erstes rausnehmen. Ey, der ist halt auch fies, was die Panzerung angeht. Aber er zeigt die Seite. Und er hat jetzt AP leer geschossen. Er muss jetzt HPCR schießen und kommt trotzdem nicht durch mit 202 Meter. Ja, da ist der Churchill raus. Ich hatte das letztens auch in einer Runde. Ich wollte gar kein Gold schießen, aber ich musste, weil mein AP einfach alle war. Und ja, wenn man mit dem Cromwell halt viel schießt, dann kann das durchaus mal passieren. Und jetzt steht es 11 zu 12, ne? Da hat sich das Blatt ein bisschen gedreht. Jetzt muss er hier aufpassen, dass die Runde nicht verloren geht. Ein Teammate ist ja AFK. Und ich weiß nicht, was sich da im Chat irgendwie aufgeregt wird. Ich habe das ein bisschen verpasst. Er macht jetzt das einzig Richtige. Er zieht sich auf eine Defensivposition zurück, versucht den eigenen Cap zu verteidigen. Er geht auch davon aus, dass der Gegner nicht den Umweg nehmen wird, auf die A-Linie zu fahren, sondern dass er hier kommen wird. Und er hat kein Scherenfernrohr, das haben wir ja am Anfang schon gesehen. Er muss jetzt hier also hoffen, dass sein Teammate, was ist das für einer? Eine Hellcat, ihm was aufmacht. Beziehungsweise, die Gegner einfach so offen daherkommen, dass er da wirken kann. Okay, he's banned, okay. Hatte ich jetzt auch noch nicht. War in dem vorhergehenden Gefecht ja scheinbar auch so, dass der ELC gebannt worden ist. Und dann kannst du einfach nichts mehr machen. Mit einem Kill, okay, krass. Da muss er aber schon vorher den Runden mehr gemacht haben, wenn er durch mit einem aus Versehen gemachten Kill, also wir wissen es ja nicht, ob es aus Versehen war, aber wenn er durch einen Kill dann schon gebannt wird. So, da ist der Cromwell und der Chito. Die sind beide One-Shot. Mit einem Alpha von 135. Na gut, der Rudi vielleicht nicht ganz. Der Chito nicht ganz, aber... Jetzt bin ich gespannt. Er versucht jetzt da in die Seite des Chito zu kommen. Oh, da kommt der ELC. Er kann ihn tracken, sehr gut. Sehr nice. Das war gut. Der Track war wirklich wichtig, denn da konnte der ELC nämlich nicht auf ihn schießen. Und der hat nämlich eine böse Kanone mit bösem Alpha. Und jetzt wissen aber natürlich die Gegner, wo er ist. Es ist noch ein Rudi und ein Chito im Gegnerteam. Für den Chito braucht er, wenn es gut läuft, einen Schuss. Der Rudi, weiß ich nicht genau, wie viele Hitpoints er noch hat. Und Radley Walters ist in greifbarer Reichweite, ne? Er hat 7 Kills. Jetzt bin ich gespannt. Kriegt er die Radley Walters noch? Ah, im Cromwell habe ich auch schon eine. Eine der wenigen in meinem Wehrpass. Die Medaille kriegt man wirklich nicht sehr oft. Okay, er ist offen, da sehen wir es. Er hat 6. Sinn auf der Mannschaft. Und es wurde auch schon auf ihn geschossen. Also irgendwo steht was. Ich vermute da auf H5, dort wo die Hellcat hinfährt. Genau, ja, da geht jetzt was auf. Das ist der Rudi. Und die Hellcat nimmt den Rudi eiskalt raus. Ja, der hat sich vermutlich in seine Richtung hier konzentriert. Und so konnte ihm die Hellcat wunderbar von hinten wegsnacken. Der Chito sollte jetzt eigentlich kein Problem mehr sein, wenn die beiden halbwegs zusammenarbeiten. Er müsste auch sich noch hier irgendwo aufhalten. Da ist er. Geht auf die Hellcat. Schade. Schade. Die Hellcat. Es ist... Also, die Hellcat hat es richtig gemacht. Sie hat ihn unterstützt. Sie hat versucht, die Gegner von hinten zu attackieren. Ich weiß nicht, ob ich die Übersicht gehabt hätte, jetzt zu warten, bis der Cromwell da ist. Denn ich glaube nicht, dass der Chito in der kurzen Zeit die Hellcat rausgenommen hätte. Und ich hätte ihm
wenn ich es gesehen hätte, höchstwahrscheinlich die Red Leo Walters gelassen. Aber das ist immer so schwierig, das von außen her zu beurteilen. Schade. Auf jeden Fall eine super Runde. Die Red Leo Walters wäre auf jeden Fall drin gewesen und er hätte sie auch verdient, aber man kann es halt nicht erzwingen. Wir schauen uns die Auswertung an. Panzer Ass, was zu erwarten war, er hat den Schläger und Wirkungsfeuer bekommen. Ja, leider halt keine Red Leo Walters. Sehr, sehr schade. Großkaliber gab es und natürlich die Top Gun, den Krieger. Ach, das ist immer so ein bisschen ärgerlich, wenn man so an 7 Kills und eigentlich war da auch auf einen von den beiden der Kill noch drin, wenn man das, es ist schade. Aber trotzdem, herzlichen Glückwunsch zum Panzer Ass. 3151 Schaden hat New Nullstar gemacht. Sehr geil. Die Hellcat war natürlich mit 1846 Schadenspunkten und auch 6 Kills. Ach, die wollte den Krieger also noch haben. Okay, dann kann man das ja irgendwie verstehen, ne? Die beiden haben sich also, nicht so viel genommen, sage ich mal. Hellcat mit 1041 Basiserfahrungspunkten auch richtig stark. Aber guckt euch das mal an. 1529 Basiserfahrungspunkte. Meine Fresse, eine wirklich herausragende Runde, muss man sagen. 7 Kills halt, schade, schade. 45 Schuss hat er abgegeben, 33 haben getroffen, 26 sind durchgegangen. Ich würde sagen, wenn man weiß, was der Cromwell für eine Kanone hat, ist das auf jeden Fall ein Wert, der völlig in Ordnung geht. Er hat sogar über 2000 Schaden als Sniper quasi gemacht. Seine Panzerung hat nichts abgewehrt. Er hat 813 Schadenspunkte noch ermöglicht. Das war bestimmt am Anfang auf die ganzen, die da quer gefahren sind. Ja, T-34, T-34-85. VK30-01P, ja, das waren die am Anfang. Sehr nice. Wir sehen, er hat keinen Premium-Account, hat natürlich durch das APCR-Geschieße am Ende. Ja, schwierig. Nur 4100 Credits kriegt er mit nach Hause. Schade, schade. Und es war der Tagessieg und dementsprechend 3058 Erfahrungspünktchen. Ja, vielen Dank für diese sehr schöne Runde von New Nullstar. Schade, dass es halt auch hier, nicht für die Red Leo Walters gereicht hat. Irgendwie zwei Runden, wo das irgendwie immer so ganz knapp, nein, was heißt knapp, in der Runde war es jetzt wirklich, bei der Su-100Y war es ja, da kam der ELC halt einfach nicht. Hätte Fahrradkette. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da freue ich mich sehr drüber. Wenn ihr selber so schöne Replays habt, könnt ihr mir die gerne schicken. Wie das geht, steht unten in der Videobeschreibung und wir sehen uns wieder zu einer der nächsten Runden hier bei mir auf dem Kanal. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.